Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mini-Drohnen im Netz gibt es wie Sand am Meer. Trotzdem habe ich es gewagt, so eine Mini-Drohne zu testen. Warum ich am Ende die Drohne trotzdem in die Luft jage, seht ihr selbst. Viel Spaß! Leider findet ihr zu dieser Drohne keine deutsche Gebrauchsanleitung und die Anleitung, die mitgeliefert wurde, wurde auch ziemlich schlecht übersetzt auf Englisch oder sogar auch gar nicht. Naja, für mich einfach nicht zu gebrauchen. Was ich schon mal cool finde, dass man die Fernbedienung als Transportverpackung nutzen kann. Natürlich erwarte ich von dem billigen Plastik nicht allzu viel, deshalb fühlt sich alles so klapprig und billig an. Auf der Rückseite finden wir noch ein Ladekabel und 4 Ersatzpropeller, was schon ganz gut ist. Die Drohne selber hat seitlich und an der Front ein paar LED-Leuchten, hinten ein Ladeanschluss und ein kleiner Ein- und Ausschalter der Mini-Drohne. So, nun starten wir auch unseren ersten Flugversuch indoor. Und so fängt es auch an bei dieser bescheidenen Drohne. Es geht nichts. Drohne selber leuchtet, aber die Fernbedienung reagiert nicht. Im Netz jetzt schon als negativ bewertet, das Batteriefach mit dem Pluspol hat einfach keinen Kontakt. Fängt ja echt gut an. Naja, Stück Alufolie hat das Problem nun auch schon beseitigt. So, zweiter Anlauf. Schalter auf an, kalibrieren und los geht's. Nun ja, so leicht ist es doch nicht. Ich sehe schon, ich brauche Platz. Ach, so eine Mini-Drohne ist für den Outdoor nicht geeignet. Ich habe im Freien versucht, die fliegt wie in der Simulation einfach nur weg. Wenn man sich über ein Feld stellt und die Drohne fliegen lässt, beim leichten Wind, so garantiere ich euch, müsst ihr stundenlang suchen. Also lasst es sein. Egal, ob es dieses Fabrikat ist oder ein anderes. Was aber auch verständlich ist bei dem Gewicht und der Leistung in der Preisgruppe. Meine ersten Versuche waren eine Katastrophe und auch mit Schäden an der Drohne verbunden, wie der erste Propeller. Aber da haben wir zum Glück Ersatz. Ich muss dazu sagen, dass der Platz auch recht eingeschränkt ist. Wenn ihr eine größere Fläche habt, Tiefgarage oder ähnliches, wo es halt Windstill ist, so wäre der Flugspaß eher größer. Kommen wir zum Fazit. Die FPVRC Mini Quadcopter Q7 wird mit tollen Eigenschaften wie 3D Flip und LED Licht geworben und verspricht wenigstens auf der Artikelbeschreibung sehr viel, zumindest für den Preis von 17 Euro. Ich bin der Meinung, das ist der größte China-Schrott, den ich in den Händen halten durfte. Meine Verwendung eher als Weihnachtsschmuck. Ladeport hat sehr empfindliche Kontakte und verbiegen sich. Unterseite hat so eine kleine Schutzfüße, die auch bei mir im kurzen Test weggebrochen sind. Die Propeller brechen viel zu schnell, da bräuchte man 1000 solche Ersatzpropeller. Fernbedienung muss man erst via MacGyver selbst reparieren. Ich weiß nicht warum, aber meine Drohne hat jetzt am Ende den Geist aufgegeben. Am Ende erweise ich der Drohne die letzte Ehre und gebe ihr die Starthilfe ins Reich der Drohnen. Leider habe ich sie auf dem Feld auch nicht mehr gefunden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem einen Daumen nach oben. Über eure Kommentare würde ich mich freuen. Um kein anderes Video von mir zu verpassen, abonniert meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.